Wir kommen zum zweiten Tag mit Topic Kings Utopia Deck mit neuen Infos. Das Deck will gar nicht sacken gehen. Sehe ich, hat 14 Karten im Extra. Chaos. Mal gucken, womit. Was zum Geier? Hat der gerade den Wolf wieder auf die Hand genommen? Nein. Und das Deck gepackt, eine Karte gezogen. Achso, der Effekt war das. Okay. Okay. Mothman. Okay. Das ist tatsächlich nicht Dragon Link. Das ist nicht Dragon Link. Nö, das ist einfach ein Chaos-Deck. Und. Ah, cool. Mit Zombie. Warte mit einem Arschlord Christian. Das ist ein Gegner, der eine Minerva gezündet hat und der hat kein Lightsword gehittet. Was ist denn jetzt kaputt? Ja, warte. Noch ist dein Erzherrscher Christian im Friedhof. Ja, und? Und solange der am Ende von dem Zug... habe ich da kein Problem mit. Ja, bloß ist der jetzt ein Zombie und gleich liegt ein Mitsuki im Friedhof. Sagt der... Oh. Du bist aber auch immer schwarzseherisch. Ich sehe das Feld halt. Zutreffend, aber... Ja gut, der kann noch einen Mitsuki reinlegen. Ja, okay. Hat er wahrscheinlich noch einen Extender nachgezogen, um noch mehr Blödsinn zu machen. Wahrscheinlich. Yep. Achso, ja, klar. Aber das hat nicht vorher gemacht. War da jetzt eh noch ein Zombie beschwört? Ja, stimmt, der geht nur einmal. Ah. Ja klar, Mann! Gönn dir! Gönn dir! noch ein Vierer bauen? Oder ein... genau, den da. Ach ja, natürlich, der Chaos Runner. Ja. Mhm. Ach, den Baledrocher! Ja klar! Alter, wir sind auf so vielen Ebenen tot. Aber du sagst doch, hey, Minerva hat ja Nightsworn gehittet. Ja. Hatte sie auch nicht, das war ja auch zutreffend. Ja, bloß war das egal. Aber der Rest war halt auch ziemlich Stonks. Stonks indeed. Ich glaube. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber das wird hier potenziell schwierig. Ich meine, wenn er Christia holt, kann, glaube ich, kein Waladroch kommen. Er kann nur eins von beiden holen. Ja, das ist richtig. Ich meine, ich wüsste, für welchen von beiden ich mich entscheiden würde. Achso, noch einer. Du siehst aber unsere Hand. Aber nein, ich würde auch immer Christia holen, weil am Regeki stirbt eh beides. Richtig. Na, noch ein Omega nebenher, weil wir... Okay, wir dürfen auch noch eine Handkarte weniger haben. Nett von ihm. Außer er will die banished Sachen zurücklegen. Das Geile ist, bei unserer aktuellen Starthand reichen halt die Stöcke auf dem Feld, aber so gar nicht. Wow, das war die eine Karte auf der Hand, die Dinge getan hat. Yep. Präzise. Ja gut, wir verlieren ja gleich auch. Ich will mal wissen, ob der sich für den Christian oder den Ballard auch entscheidet. Kann er noch einen Dweller bauen? Mhm. Ja. Yep. Den ganzen Blödsinn in den Takt zu holen, ist übrigens keine gute Idee. Mein ja nur. Ja, Christian. Also, ich ziehe meinen imaginären Hut
Das war stocksolide. Okay, also ohne Christian würde die Karte, würde der Topdeck was machen. Also nein, würde es nicht, weil noch hier ein Pop Harbinger liegt, ja, aber. Also, und wir haben, ja gut, wir könnten mit Sechselfield baiten, aber holy crap, das war stocksolide und wir haben sowas von verloren. Ja. Das war stocksolide. Holy shit. Erzlord Christian, oder habe ich denn den zum letzten Mal gesehen? Jo oder Joe. Whatever von beidem. Schere scheint Papier zu gewinnen, scheint heute zu viel verlangt zu sein. Jetzt, wo wir wissen, wie das Deck funktioniert. Also technisch gesehen ist das eine Hand, mit der man was anfangen kann. Das ist technisch gesehen sogar eine Hand, mit der man Second gehen kann, wenn das... Oh Gott, Sub-Terror. Was hast du denn gedacht? Wenn schon Duality kommt. Super Poli. Okay, wir haben nicht vor, Darkness Monster hinzulegen. Das ist richtig. Heißt nicht, dass wir hier aus dem Schneider sind. Okay, schon mal keine Hidden City, wie es aussieht. Mhm. Also schlimmstenfalls... liegt da ein Guru und ein Battle. Richtig. Ja, wir müssen da reinspielen. Jo. Es hilft ja alles nix. Indeed. Was sagt Mud Dragon nochmal? Same Type, Different Attribute? Ich glaube Same anders. Time, Different Attribute, aber ich bin mir nie sicher. Ich glaube Same Type, Different Attribute. Aber wir sind alles Licht Warrior, also auf jeden Fall kein Mud Dragon. Ja, ja, dann easy. Also mir ist zumindest keine Fusion bekannt, die mit den beiden und seinem eventuellen Guru jetzt kommen kann. So, Double hat aber keinen Wert, glaube ich, einfach Utopia und dann Rank Up. Ja. Brauchst jetzt natürlich kein Strike oder irgendein vergleichbarer Scheiß. Na, Strike schon mal nicht. Das ist richtig. Weil der hätte auf die Summon kommen können. Crackdown. Okay. Ist aber okay. Ist es? Naja, das Ding tut ja jetzt nix. Ja, okay, aber er kann halt Plus und machen und wir können... Und wir dürfen im nächsten Zug weitermachen. Also. Ja, im nächsten Zug müssen wir jetzt mal Monster ziehen, aber ja. Theoretisch können hier Dinge passieren. Technisch gesehen könnte es ja auch sein, dass das Verdeckte kein Guru ist. Also Battle hat er auf jeden Fall schon mal nicht. Gegner, der keinen Guru hat. Du bist lustig. Ja, den, lass mich doch. Also Battle hat er zumindest nicht. Das ist richtig. Immerhin hat er das nicht. Jetzt hat er es vermutlich. Ja, natürlich. Also ich zumindest würde jetzt, glaube ich, Battle suchen. Und nicht, Fiendes. Und nicht Fiendes. Er war aber unsicher. Okay. Er wollte wohl Fiendes. Da er überlegt hat, ist seine nachgezogene Karte definitiv nicht Battle. Also die neue, die er runtergesetzt hat. Das ist safe nicht Battle. Das ist richtig. Ja, okay. Wir fressen 1-6. Mhm. Pass auf, jetzt dreht er Battle um und es werden 3-4. Und wir sind alle so, und wir sind alle bambuselt. Das Battle schon von Anfang an hat und endlich nur vergessen hat, aber nein, sieht nicht so aus. Gucken, ob er Guru aktiviert. Was ist denn da eigentlich? Kriegen wir dann Rupia wieder? Nein. Nee, wenn du leaves the field. Verlässt das Feld ja nicht. Oh, das funktioniert. Ja. Mir wäre es zwar lieber gewesen, Höherstufe, also ein Monster mit mehr Attack zu haben, dass man einfach in Guru reincrashen kann, aber... Womals nicht du, Topia. Ja. Ich kann halt offensichtlich noch irgendeinen Interrupt. Sonst würde er nicht warten. Ja, ja. Definitiv. Ja, Utopia hilft ja nichts. Ja. Und wir zünden auch den Effekt zum Suchen, weil... Nein, tun wir nicht, wir haben keinen Rank-Up mehr im Deck. Oh, stimmt.
Der Effekt ist tot. So, nächstes Crackdown. Das wäre hilarious, aber nein. Gibt's ein Argument dafür, jetzt erstmal zu stiefeln? Völlig egal, was er hat, das wird sowohl den Angriff abfangen, als auch die Rank Up, wenn er was hat. Also ja, wir können einfach stiefeln. Naja, wir können ja auch theoretisch erstmal die Force aktivieren und den Search und den Draw-Ding suchen. Achso, ja, das geht auf jeden Fall, das ist richtig. Vielleicht fängt er sich ja an Negate. Also. Wobei, nee, genau, deswegen war. Ich bin bescheuert. Das war die Frage gewesen, weil jetzt kann er Guru zudecken, wenn man dann drüber stiefeln, kriegt er dann wieder aufge. Wobei das egal ist, dann kriegt er ihn halt aufgedeckt. Hauptsache ist, der Guru ist dann weg. Ja gut, aber dann können wir jetzt auch erstmal weitermachen mit Rank-Ups und so weiter. Ja. Die Frage ist, wie machen wir's? Wir haben den Field-Spell nicht, das heißt, wir können dem Jin kein Material geben. Wir können also einfach in Leo gehen, theoretisch. Wir könnten in Utopia Lightning gehen, dann zündet Guru nicht. Ne? Gibt's auch die Option. Wir können auch in den Leo gehen und vom Deck den Monster-Negator dran klemmen, oder? Ja, der sagt, es kann nicht zerstört werden und vom Deck, der. Achso, stimmt, du meinst das Einhorn. Ja, stimmt, das würde auch gehen. Ja, dann machen wir das. Mhm. Judgment? Nö. Mhm. So, ja, Leo. Ja. So, und du sagst ja. Das jetzt aufs Deck legen, oder? Nein, das ist ja noch der Equip-Spell. Das ist ja noch der Rank-Up-Spell. Achso. Der legt jetzt aufs Deck, ne? Ja. Ja, okay, dann. Scheißegal, wir mischen das eh gleich. Ja. Trotzdem hättest du wahrscheinlich den Extender oben drauf legen sollen, just in case. Das ist richtig. Okay. Nervig, aber okay. Bumm. Wir können. Oder Equip und dann bumm. Da kann nicht mehr zerstört werden. Oder? Bumm. Ja, genau. Aber ja, du hättest den anderen oben drauflegen sollen. Irgendwas anderes. Okay, Lost Wind auch noch. Ja. Dann ist der doch immer noch groß genug. Er hatte das Battle. Ja, warte. Jetzt kann er nur aufdecken. Ja. Ja, gut, dass die nachgezogene Battle sein könnte, darauf hatten wir uns ja. Nee, Quatsch, wir hatten gesagt, das ist eigentlich nicht Battle, sein, weil der viel zu lange überlegt hat bei dem Search. Ja. Wenn er das Battle hat, warum überlegt er dann so lange mit der Fiendes? Ja, okay. Ja. Okay, jetzt kriegst du den Surge, den du sowieso gekriegt hättest. Ja, den war da. Ja. Okay. Ja, genau, und er reduziert halt 2,5 runter auf 1,25. Und dann kommt noch die 1,3 Buff. Genau, weil er nämlich die Grundattacke halbiert. Oder 1-2 Buff oder wie viel auch immer diese 6 Waffe da gibt. Der gibt 1-2, der andere gibt 1-3, der gerade oben auf dem Deck liegt. Ja. Also rein hypothetisch, wenn Utopia Ray den Zug überlegt und oben liegt der Tornadobringer. Ja, also, warte mal, aber wenn der jetzt nicht gerade. Weil ich meine, der ist ja. Der ist ja equipped, der Negate ist ja live. Ja. Ach nee, halt, die bleiben ja negiert, der Effekt, aber meint. Ja, Lost Wind. Ja, stimmt, Lost Wind ist ja nicht bis zur Endphase, der negiert ja perma. Hi. Was kommt denn jetzt? Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich. Ach, natürlich, Dragoon! Ja! Ja, warte. Achso, klar, der kann zweimal schießen. Ja, fucking Dragoon. Ich verstehe immer noch nicht, welcher Eierkopf diese Karte designt hat. Anaconda oder Dragoon? Anaconda. Dragoon ist ja nicht das Problem.
Der ja, es ist genau die Kombination ist das Problem. Anaconda ohne Dragoon wäre ja auch fein. Ja. Aber dann legt die halt eine super Poli rein. Das ist ja okay. Ja, Scoop. Ja. You say go. Okay, das kann funktionieren, wenn keine Ash kommt. Ja. Ha. Ich denke, wir discarden die Sechselwaffe. Discarden wir die? Ich will die schon haben eigentlich. Die ist halt gut. Die Fände, dass das getargetet aber werden kann. Das Sechselfield ist besser, oder? Ja, und Ash will ich eigentlich auch nicht wegwerfen. Nee, Ash können wir nicht wegwerfen. Können wir es uns leisten, die wegzuwerfen? Weil wir kriegen ja zwei Karten und... Ja, mach mal das. Weil wir kriegen es ja nicht hin, vier hinzulegen für noch einen Dweller. Nee. Und wenn wir nicht vier hinkriegen, brauchen wir bloß zwei. Nicht, den musst du mit dem Effekt von dem anderen beschwören. Naja, so rum war das. Okay. Verwechselt. So, den will ich mal zwischendurch. Das kann jetzt ein Exis-Material dranhängen, ne? Genau. Was halt irgendwie pointless ist. Also wir können nicht vom Friedhof. Also wir müssen die Siesmonster nehmen vom Friedhof. Wir können nicht das andere Vieh vom Friedhof nehmen. Ja gut, dann, keine Ahnung. Leo, Ray, wir holen eh keine zwei. So, Rank Up bringt nichts, also einfach den Tornado bringen dran, damit er nicht mehr getargetet werden kann und go, weil wir halt keinen Zugriff auf eine Rank Up haben. Ja. Schade, dass der die Sages nicht suchen kann. Ja, der kann leider nur die ganz normalen Stöcke suchen, die halt so kommen. Okay, wir haben eine Ash und ein Monster, was nicht getargetet werden kann. Hi! Okay. Okay. Das hab ich nicht kommen sehen. Der neue OP-Synchro ist 5 oder 6? 5. Der frisst eine Ash. Ja. Weil sonst ist hier so dermaßen Party hart. Okay. Das ist zumindest ein Crystal Wing. Aber der bringt nichts. Ändert nichts an der Tatsache, dass es ein Crystal Wing ist. Wenn er einen Crystal Wing holt, dann ist es ein Crystal Wing, ja. Aber wie gesagt, Crystal Wing stirbt for free. Ich sehe nicht, warum man den holen sollte. Ah. Ah, weil er noch Bla hat. Okay. Der könnte einen zweiten Junkspeeder bauen. Aber der ist ja, used once per turn. Dann könnte er nicht einen zweiten Junks wiederholen. Der soll doch holen schon, aber halt nicht aktivieren. Ja. You had one card and that card was an Ash. Exactly. Ja. Genau das. Mhm. Mit irgendwas muss man hier die Hand zubricken. Ja. Also fairerweise hätte es auch ein Strike oder eine... Oder irgendeine Handtrap oder sonst. Also, der hätte schon auch noch eine ganze Menge andere Karten gegeben, die das hätten sein können. Ja, unsere Rank. Wenn das ein gutes Synchro-Deck ist, dann kann das jetzt schon noch weiter daddeln. Wenn das unsere Rank Up gewesen wäre, zum Beispiel, dann hätten wir ihn einfach überhaupt erst nicht, gar nicht so weit kommen lassen. Ja. Okay, hi. Was macht der? Ach, der sucht das. Was hat der da gesucht? Ich bin überfordert. Ich auch, wir haben keine Interaktion, also haben wir nichts davon, die Karten durchzulesen. Wir können einfach abwarten und dann hinterher die Karten durchlesen.
Wir müssen nur an dem Punkt, wo ein Monster mit mehr als 3-8 Attack holt und angreift, gucken, dass er keinen Monster-Negate hat. Keinen nicht hätte ich jetzt wieder, der Stufe rauf oder runter. Keinen nicht-targeten Monster-Negate. Wahrscheinlich holt er den auf Stufe 1 runter, damit er in Stufe 2... Damit er in Stufe 2... Ja, oder so rum. Was ist das jetzt schon wieder? So. Das hat er sich gerade eben gesucht. Okay, da ist der ernähnte Crystal Wing. Jetzt kann er eine Karte ziehen. Ja, okay. Das ist der... Wish Conversion. Cannot be used. Okay. Das ist hier gerade so ein richtiger Popcorn-Moment. Okay, er sucht sich ein Dark Monster. Dark Warrior. Noch ein Doppelkrieger. Ist der nicht Once Per... Ah, nee. Wahrscheinlich nicht, ne? War nee, damals wahrscheinlich noch nicht erfunden. Was konnte ein majestätischer Sterndrache nochmal? Der kann Effekte negieren, aber das targetet, glaube ich. Hatte der 3-8 oder 3-5 Attack? Wie viel Attack, hatte der nochmal? Ich glaube 3-8. Und dann können wir die Attacke nicht blocken, weil er ein Crystal Wing liegen hat. Aber für majestätischer Sterndrache fehlen ihm gerade noch ein paar Stufen, oder? Der Sternenstabdrache fehlt ihm halt. Was kommt denn jetzt? Was ist das jetzt schon wieder? Shooting mit Majestic. Was ist das? Okay. Du machst first bisschen. Ja, und der targets natürlich nicht. Okay, for each. Perfekt. Hab keine Ahnung, ob das was bringt, aber Effekt. Das bringt nichts, der ist negiert. Nein, ich hab, also im Sinne von, ich hab keine Ahnung, ob er jetzt irgendwas machen kann, um ihr das jetzt zu verkacken. Ja, konnte er. Hä? Okay, wir haben... Ja, da ist er wieder. Okay. Aber es ist dann nicht mehr synchro beschworen. Ob das was bringt, weiß er nicht, aber er ist jetzt nicht mehr, wir können nichts tun. Ne, Scoop. Ja, schade. Oh, hätten wir eine Rank-Up gezogen. Aber das war cool. Hätten wir eine Rank-Up gehabt, das wäre so easy gewesen. Ja, aber das wäre zu einfach gewesen. So, da sind wir. Wir haben zwei Sechselwaffen, wir haben die neue Sechselwaffe, wir haben den, den ich nicht aussprechen werde, wir haben den kleinen Utopia, wir haben den Essence Sage und den Arms Sage, wir haben den Dwarf, wir haben den die Ash, das hier, Rota, Rank Ups, Construction, Generation Force, die andere Rank Up, Double or Nothing, Change Tactics und Pickup und Sechselfield. Also, größtes Problem, Bricky. Xyz Change Tactics kann mit Utopia Prime, bevor du irgendwie weitermachst, zwei Karten ziehen. Wenn du es direkt hast. Wenn du es nicht direkt hast, sondern nur die Generation Force, ziehst du erstmal nur eine Karte. Außer du gehst in Lightning, was die Rank Up Magics disabled. Das ist hardcore, nicht worth. Ja. Also die fliegt auf jeden Fall mal. Die Frage ist, ob man Change Tactics auch kickt. Ich bin auch kein großer Freund von dem Field Spell, muss ich sagen. Der ist irgendwie, also keine Ahnung. Ich meine, was Target sich ja gar nicht selber. Sondern erst Utopia targetet sich selber. Wenn sie halt angreift und dann ihren Effekt negiert. Ihren Angriff negiert. Das heißt, der Angriff von Utopia, den zu negieren, und die Aktivierung von Double or Nothing auf Utopia kann mit Sechselfeld nicht negiert werden. Die Aktivierung von Double aber schon, was das Ganze hardcore witzlos macht. Zugegeben, Sechselfeld hat noch einen anderen Effekt. Sechselfeld kann nämlich noch dieses Xyz-Material dranhängen. Das heißt, wenn du nur einen Rank-Up hast, kannst du in einen Dragner gehen. Der Dragner holt dann den Overfiend aus dem Deck. Und Sechselfeld hängt direkt den Djinnbuster dran für den Djinnlock.
Also Sechselfield hat nicht gar keinen Nutzen. Ja, aber halt auch in dem Szenario. Es ist halt gut, wenn du eh schon gut hast. Es ist halt genau dafür gut. Ich meine, wenn du stattdessen halt mehr Rank-Ups spielst, kannst du auch auf Dragner Rank-Uppen den Djinn holen und den dann regulär Rank-Uppen. Oder geht doch mit Sechselforce, oder? Nee, mit Sechselforce geht ja gar nicht. Ja, ich meine, du hast dreimal die Search-Karte drin, die Sechselforce suchen kann. Ne? Ja, oder die Construction kann doch. Die Construction kann das Ding doch auch suchen, oder? Nee, Construction. Das ist Pickup. Construction. Die kann die Sechselforce suchen. Aber geht halt minus 1 dafür. Egal. Also wir haben sie 7-mal im Deck. Eine von den beiden. Ja. Aber also wenn man die eine hat, hat man nicht auch zwingend die andere, ne? Doch. Construction kann beide suchen. Wenn man die eine hat, hat man nicht auch zwingend die andere. Ach so, meintest du das, ja. Die eine sucht in der Combo nicht die andere, meine ich damit. Nein, das tut sie nicht. Wenn du gute Start hat, brauchst du wirklich aus 8 Karten 2. Ja. Okay, man kann natürlich überlegen, sich mehr Rank-Ups reinzutun, dass man nicht auf die Search angewiesen ist. Ja, ich würde aber fast akzeptieren zu sagen, dass 7 reicht. Moment. Alternative kann man auch sagen, dass man einen Summoner Monk reintut, damit man mehr Zugänge auf den Ascent Sage hat. Weil das ist halt das Einzige, was die Rank-Ups suchen kann, was nicht Minus geht. Genug dämliche Spellcards haben wir ja. Eben. Also ich glaube, dass ein Summoner Monk hier tot ist, wird wahrscheinlich eher selten der Fall sein. Okay. Also wir können 60% eine Rank-Up zu haben, quasi. Und wenn wir auf 9 hochgehen würden, indem wir das Einser-Ding dreimal reintun, sind wir bei 74%. Wir gewinnen also volle 10% Punkte. Dann kicken wir mal das Tactics, würde ich sagen. Oder? Guess. Ich weiß auch nicht, ob man 3 Sechselwaffen spielen möchte. Das ist die andere Sache, weil ich meine, der ist gut. Die sind okay. Ich würde wahrscheinlich 2 spielen, weil eine stackst du dir mit dem Rank up und die andere equipst du vom Deck. Das sind 2. Ja. Aber wo brauchst du die dritte? Andere Sechselwaffen, die es wirf sind, gibt's nicht, oder? Wir können ja mal kurz überfliegen, was die so können. Negiert Traps, ist egal. Schlechte Version vom Unicorn. Ja, Scrap. Crap. Crap. Ja. Das ist okay. Es ist arguably so. Nice zum Second gehen. Ja, das ist zum Second gehen nicht schlecht. Merken wir uns den mal vor. Oh, die ist neu. Das ist. Nein? Nee. So, den kennen wir. Was kannst du? Nur vom Feld. Ja. Wie viele Sechselwaffen gibt's? Genug. Geht nur zu Utopia Ray. Geht auch nur auf 10,39. Ja, wobei, das ist egal. Ja. Warte mal kurz, der zählt als Utopia Ray. Dann können wir uns auch den mal kurz durchlesen. Ja, der kann aber nix. Der macht nochmal 1000 extra Damage. Achso, okay, nee. Und du? Das ist lustig, aber nicht gut. Nee. Also interessant ist nur der einmal der hier, die Bazooka auspackt.
Ach, jetzt verstehe ich den Witz, Azura Strike wegen diesem Spirit Monster, was man im Goat-Format gespielt hat. Ja, das ist aber... Ja, ja, natürlich. Azura Priest, ja. Ja, Azura Priest. Nette Anspielung. Gut, die könnte man das sich... Das ist aber deswegen trotzdem nicht gut, weil du gehst ja normalerweise dann in Double und dann knallst. Ja, wenn der Gegner... Das wäre halt, wenn du in irgendeiner Situation bist, wo Double nicht Kill wäre. Oder also wo sprich, ich würde die kicken, ich würde die einfach nicht spielen, lassen nee. Wir das und spielen und kicken noch die mittlere von den 3-6 Waffen, die wir jetzt im Deck haben. Ja. Genau. So, dann haben wir noch Dragonic Utopia Ray. Können wir das Ding irgendwie zielen? Zielt der Field Spell? Sollen wir schon. Also hier. Ja. Ja. Okay, also das könnten wir triggern. Das wäre eine Idee. Das könnte man sich überlegen, ja. Der ist aber kein Quick-Effekt. Leider. Nee, das wäre vielleicht theoretisch zum Second gehen. Aber an dem, wo du mit einem aktiven Monster-Effekt. Nee, lohnt sich nicht. So, und die Karten haben wir schon durchgeguckt, die lohnen sich alle nicht. Oh ja, was ist das hier? Die habe ich nicht gesehen. Was kann Entrust? Nix, oder? Das ist bloß ein Recovery, aber so lange willst du eigentlich nicht gehen. Nee. So, was kannst du? Das ist nicht komplett kacke. Ja. Aber auch nicht gut. Der Grave-Effekt ist gut. Der Hand-Effekt ist nicht gut. Nee, der Hand-Effekt sorgt dafür, dass eine Sechselwaffe, die du nicht ziehen willst, nicht komplett tot ist, aber da würdest du darauf bauen, dass du. Die... Ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, das wäre für ein Deck, wo du halt wirklich viele Sechselwaffen spielst. Ja. Nee, okay. Also nichts Neues rein. Gut, soweit so gut. Also, da wir Summoner Monk reingetan haben, glaube ich, wäre es okay, den Rank-Up dreimal reinzutun, weil. Den kleinen Rank-Up meinst du? Den willst du halt wirklich, also wirklich haben. Den für Leo meinst du jetzt, ne? Ja. Für den muss man nicht mal zwingend eine Utopia vorher haben, dann kannst du auch theoretisch über einen Dweller gehen. Der große bringt uns der. Achso doch, der große Rank-Up ist ja, macht ja defaultmäßig, baut der einen Hope Harbinger, wenn man den Fieldspell nicht hat, ne? Wenn man den Fieldspell nicht hat, kann man einfach einen Hope Harbinger aus dem Extra Deck holen, ja. Der ist ja auch unter Nummer 100. Okay. Und mit Fieldspell kannst du halt einen Djinnlok machen. Ja, ja. Das ist was aber nicht, leider nicht der originale Djinnlok ist, weil das wäre gut. Nein, den Pseudo-Djinnlok. Ich meine, gut, sämtliche aktivierten Monster-Effekte zu blockieren ist auch nicht schlecht. Ja. Natürlich, aber es ist halt nicht Djinnlok. Nein. So, was haben wir denn? Was kann denn der Utopie? Jetzt haben wir noch die drei Karten, die wir jetzt noch nicht angeguckt haben, sind also im Extra-Deck, sind jetzt noch Beyond. Der Ray, den wir im letzten Duell einmal für 3K-Push geholt haben, und der andere Ray. Genau, den hier. Der kann einfach nur Point-and-Click-Monster kaputt machen. Er targetet sogar. Nicht gut. Gibt's nicht noch andere Utopias, die besser sind? Ich hab nochmal Utopia Kaiser gebaut. Was ist ein Anti-Utopia? Nichts. Das ist nichts. Utopia Ray, Prime, Leo Ray, Draconic Ray, Lightning, V, Victory. Was kannst du noch machen? Schlechteres Lightning. Lohnt sich nicht. So, Kaiser. Können wir überhaupt holen? Dafür müsstest du das Extra-Deck komplett anders bauen. Vergiss es. Okay, holen können könnten wir ihn, aber lohnt sich nicht, ne. Ich glaube, Director ist da wirklich das beste Target. Warte, wir können...
könnten wir ihn mit dem Rank abholen? Ja, ne? Ja, klar. Level 10 oder höher, sagt er. Rang 10 oder höher, sagt er. Also holen können wir den mit dem Rank up. Man könnte also einfach realistisch drei Nummermonster holen. Aber ohne Effekt. Die alle keinen Effekt haben. Was bringt einem das? Ich find's auch schön, wie hier steht, for the rest of this turn, unless this effect was negated. Ja, passt doch. Ja, schon, aber ich find's lustig, das da ausgeschrieben zu sehen irgendwie. Damit vermeidet man halt so Unklarheiten, falls der Effekt geasht wird oder so. Ja. Okay, also wir brauchen wir haben Utopia technisch auch nichts, was sich noch lohnen würde. Richtig, also müssen wir jetzt nur Platz machen für 1-2 Zeus. Ja. Zeus brauchen wir. Also hier schon mal ein Kandidat. Ja, genau, den kicken wir. Beyond können wir eigentlich behalten. Beyond ist nicht komplett kacke. Ja. Ich glaube, ein Zeus reicht auch. Schauen wir mal einen Zeus. So. Gibt's im Main Deck noch irgendwas? Ich meine, gut, man kann sich immer über die Ratios unterhalten, ob die so Sinn machen. Ich würde fast gerne noch zwei Cuts finden und ein Gamma spielen. Dann wären Monster-Cuts aber, glaube ich, besser mit dem Summoner Mark. Naja. Ich meine, gut, der hier ist zwar ein Free Extender aus der Hand, aber er sucht nur Sechselwaffen. Und jede. Ja, also Zug 1 ist, oder also auf ein leeres Feld, ist jede Kombination aus zwei verschiedenen Vierern. Kommen immer aufs Feld. Ja. Weil, also kann der fliegen. Ja, weil die hier können alles Mögliche holen. Der hier kommt vorher und der hier kommt, wenn einer von denen da ist. Also, ja. Ja, dann reicht einer von denen, dass man ihn als Summoner Monk Target hat. Genau. Dann haben wir Gamma. Ja. Okay. So. Ja gut, Ash ist immer Ash. Ich glaube, es passt so. Ja. Wird das mal so probieren wollen. Ja. Testen wir mal das am Freitag. Mal gucken, ob das dann besser funktioniert. Jo. Let's go.